Ja, da bin ich wieder und ich habe mich leider nicht mehr so ganz daran erinnern können, wo genau dieser Lad war. Das Problem ist, ich hatte jetzt eine Aufnahmepause gemacht und ich wusste es jetzt schon nicht. Und wenn ich mir vorstelle, wenn man vielleicht sogar mehrere Tage oder Wochen Pause für ein Spiel macht, was ja durchaus sein kann, ne, dann weiß man das erst recht nicht mehr. Und das ist einfach nicht... Ich mag das nicht. Also, ne, hier zum Beispiel alleine schon, ja. Ne, wenn ich mir jetzt bedenke, dass ich in der ganzen Stadt immer hin und her laufen muss und ich weiß ja auch nicht genau, wo genau es was zu kaufen gibt und dann renne ich dahin und dahin und dahin. Eigentlich bin ich ja kein Fan von sowas. Ich meine, am Anfang wird das vielleicht noch gehen, ne, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Gebäuden hier, wo man rein kann. Aber je weniger man dann hat, was man auch braucht, desto länger dauert dann wahrscheinlich die Suche. Außerdem, mir gefallen allgemein zwei Dinge nicht im Questlog. Erstens, dass das dann auch nochmal steht, eventuell, wo es was zu kaufen gibt. Vor allem hier, bei diesem Laden, würde... Ich meine, man kann natürlich die ganze Stadt besuchen, aber ich fände es echt angenehmer, wenn es da auch stehen würde. Ich meine, hier, Schweine-Dings und so, das gibt es wahrscheinlich beim Metzger, ne? Das kann man, denke ich mal, so... wissen. Und da, wo es, da gab es ja auch diese Farben da irgendwie ganz am Anfang, ne, vor der Stadt, das weiß man, kann man, denke ich mal, auch wissen. Also selbst ich weiß das noch, wo da was war. Also ich denke mal schon, dass wir diese Quest machen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Such- und Sammelquest, ja klar, hin und wieder kann es natürlich gerne geben, aber ich finde, vor allem jetzt, wo ich wissen will, wie es nicht mal mit der Hauptstory weitergeht, weil die finde ich eigentlich tatsächlich sehr spannend. Solche Quests nehme ich dann tatsächlich immer wieder ein bisschen raus, wenn man denkt, okay, jetzt muss ich wieder das und das suchen und so und diese Besorgung machen. Außerdem ist das ja hier alles noch ziemlich Beta, ne? Also, damit meine ich, ja, dass das Spiel an gewissen Stellen auch sehr unausgereift ist, weil ich ja sozusagen schon von Beginn an des Spiels sozusagen bei der Entwicklung quasi dabei bin, ne, sozusagen. Das ist ja im Prinzip auch Hauptprinzip meines Kanals. Ich Beta-teste Spiele, ne? Vor allem Beta-Versionen und so, dass die Entwickler sehen können, wo da vielleicht was noch hapert, wo man vielleicht noch was hätte besser machen können oder so. Ja, und wie gesagt, für mich wäre es tatsächlich gut, wenn das auch stehen würde, wo es ungefähr was gibt, vor allem hier bei der Quest, ne? Also, wie sie da gesagt hat, irgendwie im Ostbezirk oder so, ne? Wie gesagt, weil kann ja sein, dass man mal längere Zeit das Spiel dann nicht spielt und dann weiß man das gar nicht mehr, ne? Und ja, das wäre halt das. Und ich würde mir auch für dann die nächste Update-Version oder generell für dann die Vollversion wünschen, dass dann auch die Quest-Belohnung steht, so wie das zum Beispiel bei einigen anderen Spielen ist. Was es dann auch tatsächlich als Belohnung gibt, ne? Zum Beispiel Gold oder XP, vielleicht sogar genau wie viel XP möglich wäre maximal. Einfach, dass man da irgendwie eine gewisse Motivation hat, weil wenn ich mich jetzt an die eine Quest erinnere, wo man da quasi diese Leute aus dem Dorf bringen musste, ne, ihr erinnert euch vielleicht noch, die da quasi, da gehen wir an einem Dorf vorbei, das war auch eine Nebenquest, die dann sozusagen eine neue Heimat suchen mussten. Erstmal musste man die Leute finden, dann musste man die ganzen Leichen beerdigen in dem Dorf und dann musste man mit den Leuten noch eine neue Heimat finden. Das hat ja alles ziemlich lange gedauert, ne? Und dann am Ende gab es irgendwie, glaube ich, nur 50 XP als Belohnung. Das fand ich dann doch für so eine Quest sehr, sehr mager, ne? Und dann denke ich mir, so einen großen Unterschied hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, ne? Ob ich dann die Quest gemacht hätte oder nicht, außer dass wir mit der Hauptstory, die ich ja so, doch schon sehr spannend finde und interessant finde, schneller vorangekommen, ne? Und naja, und durch solche langatmigen Quests, sag ich mal, nimmt mich die Spannung dann wieder so ein bisschen raus, ne? Oder das nimmt mich halt so allgemein raus und die Spannung ist dann bei mir nicht ganz so groß. Oder sagen wir mal, fällt dann wieder ein bisschen. Dieser Spannungspegel fällt bei mir ein bisschen ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja gut, diese Quest hätte ich noch machen wollen, auf jeden Fall, die zwei hier oben. Und ich muss jetzt sagen, so bei dieser riesigen Stadt hier habe ich irgendwie relativ wenig für die Motivation für die Quest, zumal ich dann ja am Ende noch nicht mal weiß,
ob sich das für uns auszahlt, vor allem bei der Quest hier, ne? Weil das müssen wir kaufen und so. Naja, und dann können wir am Ende doch nichts damit machen. Eventuell, oder ich weiß ja nicht, ne, wie sich was dabei für uns dabei herausbringt und so, und ob sich das alles lohnt. Und dann habe ich immer so die Angst, vor allem bei solchen Quests, dass wir dann erstmal alles kaufen und dann fehlt uns doch irgendwo wieder was, wie zum Beispiel da hier bei der Frau mit den Blätterteichbrötchen. Die gab es ja dann gar nicht in der Stadt zu kaufen, ne, und das weiß ich dann auch nicht. Da geben wir erstmal Geld für die ganzen Sachen aus und dann fehlt uns doch wieder eine Sache und dann haben wir quasi wieder Geld umsonst ausgegeben. Das ist echt immer so eine Sache und wie gesagt, zumal ich noch nicht mal weiß, was uns dann als Belohnung erwartet, weil ich die Questbelohnung halt nicht kenne und das ist immer so ein kleines Problem, ne? Das ist so eine Schwierigkeit dabei. Aber naja. Und deswegen schlage ich vor, dass wir, ja, wie gesagt, einfach mit der Hauptstory jetzt nochmal weitermachen, ne? Dazu mussten wir ja... Nein, dazu müssen wir nicht dadurch. Da müssen wir hier hoch. So. Ah, ich bin ein Idiot, wir müssen hier runter. Bis gleich. So, machen wir auf jeden Fall direkt mit der Hauptstory weiter, schlage ich vor. Und ihr wisst ja, ich habe ja sowieso gesagt, dass ich dann... Weil ich bin jetzt schon irgendwie heiß darauf wirklich, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Und ich habe ja sowieso mal gesagt, dass ich dann wahrscheinlich irgendwann, wenn die Vollversion komplett in ihrer vollen Pracht dann da ist, dann werde ich halt das sowieso wahrscheinlich irgendwann neu spielen und dann kann man ja nochmal, denke ich mal, da sind auch alle Fehler so weit gefixt, dass man wirklich alles machen kann. Und dann kann man ja sowieso alle Nebenquests machen, ne? Quasi alles vom Spiel mitnehmen. Aber jetzt bin ich wie, ich will einfach eigentlich wissen, wie es weitergeht, so, ne? Mit Belaron und so in der Hauptstory. Und solche Quests nehme ich dann einfach raus. So, dann geht's zum Rest der Bibliothek. Wollen wir schon runtergehen und sehen, ob er bereits alles vorbereitet ist? Dieses Mal ja. Ah, die Bibliothek ist also doch größer, als es zunächst den Anschein hatte. Hatte mich auch schon ein bisschen gewundert. Aber sie ist bei weitem nicht so groß, wie es stets heißt. Da muss ich Adarien zustimmen. Die Bibliothek in der Oberstadt war eindrucksvoller. Ich gebe zu, ein bisschen mehr hätte ich auch erwartet. Ach, was ihr aber alles habt. Als wenn es jetzt so schlimm wäre, dass die Bibliothek... kleiner ist, als wir gehört hatten. Es gibt noch drei weitere eben unter diesen. Willst... Aber sie sind nur via Teleporter erreichbar. Kommt rüber, ich bin hier drüben. Ich habe schon einiges für euch zusammengesucht, was euch helfen könnte. Ja, im Moment, ich würde mich hier gerne erstmal so umsehen. Achso, hier ist aber gar nichts. Ja, dann gehen wir halt rüber. Ich weiß nicht wieso... bei mir, also, ja klar, man weiß, bei mir ruckelt es auch mal hin und wieder so ganz gerne. Aber, ich sag mal, wenn ich die Aufnahme starte, was jetzt der Fall ist, dann ist es hundertprozentig sicher, egal, sag ich mal, naja, wie viel Leistung ein Spiel frisst. Die ersten 5 Minuten hält mein Laptop immer safe flüssig durch. Und in der Bibliothek hier, das scheint irgendwie allgemein so ein ganz kleines bisschen laggy zu sein, so. Man sieht es ja so wie die laufen. Allgemein. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es tatsächlich allgemein so ist oder, naja, ob es dann auch das trotzdem nur auf meinem Laptop der Fall ist. Weil sonst läuft es eigentlich in der Regel immer flüssig, so, sag ich mal, bei den anderen Ebenen. Hä, aber wo ist der Typ denn? Auch nicht groß die Bücherei. Ich sehe ihn gerade echt nicht. Spielt ihr mit uns verstecken oder was soll das? Ich sehe den. Hä? Ach, hä? Warum wie habe ich den denn vorher übersehen? Ich habe einige Bücher für euch auf den Tisch da vorne gelegt. Die könnten relevant sein. Mit denen könnt ihr ja schon mal anfangen. Aber ich werde auch noch weiter suchen. Bestimmt gibt es noch mehr. Danke. Iria, mal schauen, was wir davon brauchen können. Es gibt wirklich noch 3 weitere Ebenen dieser Bibliothek. Ja, ich war auch total überrascht, als ich es erfahren habe. Die unteren Ebenen sind aber nur für die Magister und mich zugänglich. Für die Magister und dich. Ja.
Hat das etwas damit zu tun, dass Grace dich als Wunderkind bezeichnet hat? Wunderknabe, ja. Was hat er damit gemeint? Bist du in der Lage, Zauber durch ein einfaches Lesen zu erlernen? Nein, das nicht. Aber ich wurde 2 Jahre früher eingeschult, als es üblich ist. Obwohl ich ja 16 bin, gehe ich bereits in die 4. Klasse. 2 Jahre früher, wow, wie schafft man das? Um hier aufgenommen zu werden, muss man zunächst einen Test ablegen. In Goldenburg gibt es das wohl nicht, meines Wissens. Alle Edelgeborenen im Alter von 10 bis 11 Jahren dürfen daran teilnehmen. Meine Eltern konnten über Beziehungen einwirken, dass ich bereits im Alter von 8 teilnehmen durfte. Und du hast bestanden, cool. Ich habe mit Abstand das beste Ergebnis erzielt, das jemals bei diesem Test erreicht worden ist. Das ist überaus beeindruckend. Ich habe von diesem Test gehört. Sie sollen besonders anspruchsvoll sein. Sind sie auch. Sie sind sie auch. Aber es ist doch toll, dass du dann so ein super Ergebnis erzielt hast. Das muss dir doch nicht peinlich sein. Technisch gesehen nicht, aber seitdem halten mich alle für einen Sonderling. Ich verstehe, was du meinst. Ja, unser Darius ist auch so ein klein wenig sonderbar, aber wir mögen ihn trotzdem. Naja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, ein Sonderling zu sein. Ist es wirklich nicht. In meinem kleinen Dorf war ich auch als einziger Magiebegabter, so ein kleiner Sonderling, hat mich aber nie gestört. Und seit ich Adario kenne, weiß ich, dass Sonderlinge echt coole Freunde sein können. Ja, weiter. Was soll das? Bill. Hey Ron, was meinst du? Sollen wir uns schon mal die Bücher da auf dem Tisch ansehen? Dann könnten die Magier auch nach weiteren suchen. Ja, super Idee. Ja gut, das klingt sinnvoll. Dort drüben könnten sich weitere Werke finden. Gut dann. Oh Mann. Warum geht das manchmal so schnell weg? Ich muss jetzt wahrscheinlich alles lesen da. Oh Gott. Oh, ich meine, da sind 3 volle Regale. Bitte nicht. Okay. Die sind da wohl beschäftigt. Ich muss jetzt noch hier alles absuchen. Es ergibt keinen Sinn, weil das nämlich hier rumzulaufen. Warum sagt er das? Ich bin doch Will. Das sieht vielversprechend aus. Mist, das war nichts. Kann ich auch nichts für. Dann sehe ich mal mich in dieser Regalreihe um. Ach so. Da müssen wir sich jetzt abwechseln, quasi mit den beiden. Diese könnte wichtig sein. Nein, hilft uns nicht weiter. Ach, da oben ist ja auch noch jemand. Mal schauen, was hier, was wir so. Okay, jeder kümmert sich also um eine Seite. Nein, Fehlanzeige. Ja, aber mal gucken, ob ich diesmal mehr Glück habe. Aber müssen wir jetzt echt mit allen drei quasi die ganzen Bücherregale abklappern? So lange, bis wir das Richtige gefunden haben, einfach. Ja gut, dann müssen wir zwar nicht lesen, aber trotzdem, das ist irgendwie. Wahrscheinlich ist es dann genau das Letzte, ne? Ja, gut, ist jetzt nicht sonderlich aufregend, das Ganze. Vom Gameplay her, ne? Keine Ahnung. Hätte man vielleicht etwas abwechslungsreicher gestalten können oder einfach ganz weggelassen und dann einfach, dass man gesucht hat und dann gefunden hat oder so. Quasi so einfach als Infotext, ne? Stunden später oder so und dann haben sie das gefunden einfach. Weil so vom Gameplay finde ich das jetzt einfach eintönig. Ausgezeichnet, diese Informationen dürften uns noch sehr nützlich sein. Ah. Naja, wir müssen auch noch weitersuchen. Ich dachte, das war's dann jetzt. Na, und die suchen halt trotzdem noch weiter. Oder jetzt, wo er Dario was gefunden hat, heißt das, er muss da nichts mehr machen? Ne, die müssen immer noch weitersuchen. Aber warte, 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 warte. Da er doch jetzt was gefunden hat, kann er doch jetzt vielleicht gehen, oder nicht? So. Aber hä? Der hat doch schon was gefunden. Naja, vielleicht findet er noch mehr. Vielleicht muss man tatsächlich alle Regale absuchen.
Nein, das hoch. Hä, jetzt? Hä? Warte, was? Ich bin paralysiert, ich kann nichts machen. Hä? Warte mal. Ich suche in den Büchern, auf einmal greife ich der Osterhase an. Was ist denn hier los? WTF? Und warum sieht es mir im Grunde so verwüstet aus, als ob die Bücherei verwüstet wäre? Das ist doch gar nicht. Das ist der Battleback, der passt jetzt gar nicht so richtig. Ja, was mache ich denn jetzt, Scheiße? Hier. Oder bin ich ja doch nicht gelähmt? Und. Jawoll. Und. Jawoll. Okay, dann machst du wohl gar nicht mehr weiß, wie viel Schaden. Der Easterhase. Ja. Konnte ich da nicht irgendwie. Krüppel. War das nicht, dass er dann irgendwie Dodge-Schaden nimmt? Au. Na, nee, aber dafür blute ich jetzt, ist das nicht schön? So. Ich denke, damit geht's am besten hier. Ah nee, er nimmt doch Schaden, sehr schön. Geil. So, ich denke, jetzt sollte dann könnte es reichen. So, der Osterhase ist down. Warum habe ich keine XP bekommen? Was bei allen Göttern war das? Magister Eduard. Wie? Magister Eduard ist zwar kein sonderlich strenger Magister und kümmert sich auch wenig um die Organisation der Akademie-Angelegenheiten, aber dennoch tut er alles, um seine Schüler auf Trab zu halten. Immer wieder verzaubert er verschiedenste Objekte, so dass einem Schüler plötzlich Testfragen gestellt werden oder sie sich einem Gegner stellen und kämpfen müssen. Es tut mir sehr leid. Und es tut mir auch leid, dass du den Osterhasen dafür getötet hast, denn jetzt kann nie wieder Osterhasen stattfinden. Ja, nee, ist schon in Ordnung. Ist ja nichts passiert. Ist mit dir alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Es ist alles in Ordnung. Puh, da bin ich aber beruhigt. Ja. Hey Leute, seid ihr auch bald fertig? Wir haben noch eine Menge Bücher vor uns. Und so ein bisschen Training tut da ganz gut. Spinner. Also Adari hat bisher am meisten erlebt, ne? Einmal was Richtiges vor und gegen Osterhasen kämpft. Die anderen beiden, das nur die pure Langeweile. Oh, bei ihm jetzt auch. Haha, ich hab doch gewusst, dass ich was Nützliches finden würde. Ah. Okay, dann ist es zumindest nicht ganz so unabwechslungsreich. Okay, dann, also ich hatte ja mit vielem gerechnet, ne? Jetzt bei dieser Passage, aber nicht, dass plötzlich der Osterhasen aus dem Regal gesprungen kommt. Das sieht vielversprechend aus. Okay, also Will, das, bei dem läuft einfach gar nichts. So, ich wette jetzt... Wie, schon wieder hat er was gefunden? Ausgezeichnet, heute dürfte noch sehr nützlich sein. Also, dadurch hat er jetzt schon drei Sachen gefunden. Zwei nützliche Sachen und ein Osterhasen. Hier könnte etwas sein. Und na gut, und der hier hat zumindest schon eine Sache gefunden bisher. Aber Will einfach nichts. Ja, läuft nicht bei dir, Will, ne? So, aber jetzt wird der hier wahrscheinlich auch nichts finden. Genau. So, jetzt zum Schluss noch einmal eher. Okay, er hatte zumindest... ich weiß jetzt nicht... Eine oder zwei Sachen gefunden. Ich glaube, zwei sogar. So, Will, aber jetzt ist dein Moment. Ja, ja, immerhin eine Sache. Volltreffer, das soll uns weiterhelfen. Lasst uns mal festhalten, was wir bislang zusammengetragen haben. Dann fange ich wohl am besten gleich an. Rano und ich sind nämlich am schnellsten fertig. Wir haben hier hauptsächlich die Sachenkorrekturen, Vorbereitungen des Ritualplatzes gefunden. Es ist ziemlich genau beschrieben, was man dort alles malen und aufstellen muss. So ein Magierkram eben. Aber wir hatten ja bereits festgestellt, dass es keinen Ort mehr gibt, an dem sich sechs von diesen magischen Linien kreuzen. Darum können wir leider nicht viel beitragen. Tut mir leid. Schon gut, ist ja nicht eure Schuld. Und wenn es jemand leid tun muss, dann mir. Ich habe die Bücher schließlich rausgesucht. Alles über den Ritualplatz zu wissen, erschien mir sinnvoll. Aber wenn sich dort sechs magische Linien kreuzen,
müssen, dann haben wir in der Tat schlechte Karten. Von so einem Ort habe ich noch nie gehört. Da bestehen unsere Chancen, den Zauber erneut zu wirken, leider extrem schlecht. Wir sollten jetzt aber statt vielleicht noch nicht ins Korn werfen. Hast du noch Sonnenplatz gefunden? Das nicht, aber es gibt eine Alternative. Alternative klingt doch gut. Ja, aber wir sollten auch nicht zu euphorisch sein. Scheinbar muss das Magnum Veil nicht zwangsläufig am sagten Ritualplatz gesprochen werden. Jedoch entfaltet es nur dann seine größte Wirkung. Es kann auch an anderen Orten gewirkt werden. Wenn man in diesem Fall aber den gewünschten Effekt erzielt, muss das Opfer Belron zu diesem Zeitpunkt bereits extrem geschwächt sein. Moment mal, wir müssen Belron erst schwächen, damit wir ihm die Kräfte nehmen können. Bin ich der Einzige, der das Paradox findet? Nee. Ich glaube, ich weiß, worauf diese Aussage hinaus will. Sima, so wie ich euch bisher verstanden habe, soll das Magnum Veil Belron seine Kräfte nehmen. Aber es geht wohl nicht nur darum, ihn Kampf, sondern völlig handlungsunfähig zu machen. Es soll ihm die Fähigkeit nehmen, irgendwas zu tun, egal was es ist. Ihn einfach nur kampfunfähig zu machen, ist vielleicht möglich, ihn zu schwächen eben. Bloß ohne das Ritual. Ohne diesen Zauber würde er sich vermutlich binnen kürzester Zeit wieder regenerieren und stünde uns erneut als Gegner gegenüber. Genau, so habe ich es beim Überfliegen des Buchs ebenfalls verstanden. Wird bestimmt nicht leicht, einen Dämon so weit zu schwächen, dass er wirklich verwundbar wird. Hat niemand gesagt, dass es ein Spaziergang wird. Schwätzer. Was hast du denn rausgefunden? Noch mehr Schwierigkeiten? Oder das ich so mal was Positives? Weder noch. Ist mir eine allgemeine Information. Und zwar muss das Magnum Veil von je 6 Meistern der weißen und schwarzen Magie gesprochen werden. Die müssen sich wohl ihre Seelen absolut im Einklang befinden. Seelen im Einklang? Weiß ja nicht, was das bei Magiern bedeutet, aber sowas Ähnliches habe ich im Training gehabt. Dabei ging es darum, mit seiner eigenen Seele ins Reine zu kommen, die perfekte Balance zu finden. Ich habe das geschafft. Von hier, wenn hier von einer ähnlichen Sache die Rede ist, kann ich mir nur schwer vorstellen, wie das gehen soll. Von 6 Personen. Zu diesem Thema habe ich in der Tat ebenfalls etwas gefunden. Ein absoluter Einklang zwei Seelen ist nicht möglich. Darum sind nicht mal 6, sondern 2 mal 2 mal 6 Magier erforderlich. Mit einem Wort bedarf es insgesamt 24 Magiern, um den Zauber zu wirken. Nur so können Fehler ausgeglichen werden, die durch den mangelnden Einklang entstehen. Puh, 24 klingt viel, aber das sollte ja an sich zu schaffen sein. Wenn ich wirklich verstanden habe, sprach das Buch von Meistern. Ja und? Ich weiß nicht, ob es überhaupt so viele Meister gibt. Magister Edward und Grace sind überaus fähige Magier, aber sie zählen wohl nicht zu den Meistern. Nebenbei Meister Vorandel aus Goldenburg fallen mir spontan lediglich 3 weitere ein, die im ganzen großen Reich verstreut sind. Ja, und Meister Vorandel ist ja wahrscheinlich tot, sogar. Und dabei wissen wir noch nicht einmal, ob Direktor Vorandel überhaupt noch lebt, genau. Dazu kommt die Komplexität des Zaubers. Darüber habe ich nämlich etwas gefunden. Jeder, der Zauberwirkung muss, Ritual und Matrix des Zaubers vollkommen verinnerlichen, um ihn wirken zu können. Das würde für jeden Magier ein monatelanges Studium dieses Zaubers bedeuten. Monatelang. Ja, in ein paar Monaten hat Belron das Reich längst überrollt. Tja. Also aufgeben. Adeptus Irion? Hier drüben. Oder einfach wild drauf losstürmen auf Belron und auf das Beste hoffen. Adeptus Irion, werte Gäste, der verehrte Magus Kreis schickt mich zu euch. Ihr bitte, was möchtet ihr uns mitteilen? Er lässt mich euch ausrichten, dass die Gesandten eines Hoheim Prinz Damias bereit für den Aufbruch seien. Ausgezeichnet, vielen Dank. Zu euren Diensten. Das klingt das Effekt von meiner guten Nachrichten. Da muss ich Rano zustimmen. Wenn ihr mögt, könnt ihr in den Teleporterraum gehen und sie verabschieden. Es liegt im zweiten Untergeschoss. Das Passwort zum Öffnen der Tür lautet Tetrian doch. Soll ich mir das vielleicht aufschreiben? Ich traue dem Spiel zu, dass es mich nicht mehr daran erinnern wird. Tetri. Scheiße, wie war das Wort gleich nochmal? Naja, wird schon schief gehen. Ich werde in der Zeit etwas Ordnung in die Bücher hier bringen, damit wir sie später Schritt für Schritt durcharbeiten können. Danke, Irion. Was meint ihr, Leute? Sollen wir nach oben Teleportzimmer gehen? Ja, auf jeden Fall. Und dieses Buch wurde aktualisiert. So, dann verlassen wir mal diese Leggy-Bibliothek hier. Also jetzt gerade, das ist hier so weit so sicht, dass hier mal, ne, ob jetzt mein Laptop überlastet ist, ist er nicht. Also hier ruckelt es anscheinend tatsächlich dauerhaft in dem Raum. Generell hier irgendwie. Ob hier, als ob hier so richtig viele, weiß ich nicht, parallele Prozesse stattfinden oder so. Weil es gibt da so eine Map in meinem Spiel, oder beziehungsweise gab es mal,
wo ich so richtig viele Events platziert hatte, so und richtig viele parallele Prozesse. Und da hat es nicht nur bei mir, sondern halt auch bei anderen geleckt. Deswegen wäre es meine Vermutung, dass vielleicht auch hier eventuell viele parallele Prozesse stattfinden. Ich meine, kann natürlich sein, dass es bei anderen dann trotzdem flüssiger läuft, weil mein Laptop allgemein ja nicht so performance-stark ist, aber. Ach, Gott sei Dank. Multiple Choice, das ist gut. Da muss man sich das so nicht gänzlich merken. Ihr seid hier die jungen Magier aus Goldenburg von den. Seine Ohrensprache, ja genau, das Atarium, mein Name ist Will, erfreut euch kennenzulernen. Mein Name ist Therese. Die Therese, die den Überfall irgendwie überlebt hat oder so. Das war nicht allein mein Verdienst. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ja, bitte. Oh mein Gott, das ist doch Terence. Wir wollten euch nur kurz verabschieden. Mein Name ist Will und das ist Alari. Wir sind die beiden, die aus Goldburg entkommen sind. Und ihr wisst ja, ne, was für eine Stimme der Terence hat. Ach so, ihr seid das. Nun, ihr könnt ganz beruhigt sein, Ritterin Therese und ich, Ritter Remus, aber eigentlich Terence Remus ist halt nur mein, ne? Inkognito-Name da oder Künstlername, werden uns in Goldenburg umsehen und anschließend Bericht erstatten. Was immer dort geschehen ist, wir werden es herausfinden. Oh Mann, jetzt erkenne ich euch erst. Ihr seid der Ritter Remus, der bei Terence aus Nutzlos ist. Nur, das ist jetzt irgendwie so ein Pseudonymname oder irgendwie sowas. Neben den Abenteurern von Hector waren mir eure Geschichten immer die allerliebsten, aber noch lieber waren mir Geschichten an der Seite von Nathalie und Bärenbruder. Als Kind wollte ich sogar immer eure Frisur haben. Nun, ich fühle mich geehrt und ich kann euch versprechen, dass ich euer Vertrauen in mich nicht enttäuschen werde. Oh, besser nicht auf die Oberfläche treten. Verlasst euch auf uns, wir werden schon bald mit Nachrichten aus Goldenburg zurück sein. So, und Wallner. Alles ist vorbereitet. Ich werde die beiden Ritter nach Goldenburg schicken und hier warten, bis sie ihr Zeichen zum Rückkehr ermitteln. Danke. Ihr müsst mir nicht danken. Es ist soweit. Tretet bitte auf den Teleporter. Da sind sie weg. Jetzt können wir wohl nur noch warten. Sollen wir zurückgehen zu Irion? Ja, das wäre wohl sinnvoll. Na dann, wo ist der kleine Schlingel? Hä? Achso. So, und hier läuft es wieder ganz normal, ne? Also nicht so, hier ist es nicht so am Längen. Hier läuft es wieder flüssig. Nur ab da. Keine Ahnung. Also anscheinend schon irgendwie sehr viele Parallelprozesse oder so stattzufinden oder viele Events allgemein, keine Ahnung. Ne, weil, wie gesagt, hier in den oberen Etagen, wie man sieht. Ja, gut. Und hier die eine Nebenquest. Warte mal, können wir die noch machen? Ich glaube dann wahrscheinlich nicht mehr, ne? Es hieß ja, die offene Nebenquest werden abgebrochen. Andererseits. Nee, die ist ja immer noch. Die steht immer noch offen. Weil so habe ich das verstanden, dass man die dann gar nicht mehr machen kann. Aber sie sagt ja auch nichts mehr davon, dass sie noch was braucht. Also wahrscheinlich. Ja, dann hätte ich die Quest aber auf jeden Fall da aus dem Questbook gelöscht dann einfach. Oder dass dann einfach steht Status abgebrochen oder so. Hier, die anderen beiden Nebenquests, ne? Die konntest du so nebenbei hier noch in den Turm selbst machen. Das fand ich ganz gut. Da muss man jetzt nicht extra da die riesengroße Stadt absuchen, ne, und so weiter. Solche Nebenquests mag ich. Hallo, Herr Ririon? Hä, wo ist der? Wo ist der? Wo steht? Dann bist. Hä? Warte mal. Suche in der öffentlichen Bibliothek eine Information über Belron, aber das haben wir doch schon. Suche in der Bibliothek der Magierakademie eine Information, haben wir doch auch schon. Warum ist da kein grüner Punkt? Also, wenn wir das noch nicht gemacht hätten. Stimmt doch was nicht. Und der Irion versteckt sich jetzt auch wieder irgendwo. Der ist ja irgendwo. Steht der Typ nicht? Der versteckt sich irgendwie immer vor uns.
Letztens hatte ich ihn auch nicht gesehen, obwohl er eigentlich sogar direkt vor uns stand. Der ist wie so ein Geist. Hä? Warte mal. Irgendwie verstehe ich hier gerade was nicht. Also hier ist er ja auch nicht. Und hier fängt es wieder an zu lenken. Liegt das vielleicht an diesem ganzen Kronleuchter? Das sind wahrscheinlich Events, die alle parallel laufen, ne? Aber so viele sind das doch eigentlich gar nicht. Aber keine Ahnung. Aber ein bisschen, ne? Man sieht's. Läuft hier doch ein wenig, naja, unflüssig. Ein Teleportkristall. Ja, toll. Ich werde hier ausharren, sobald ich etwas tue, gebe ich mir Bescheid. Oder, naja gut, ich meine... Vielleicht müssen wir dann in einen von den Räumen hier, keine Ahnung. Nee, da sagt er ja auch nichts. Ich meine, ich gucke vorsichtshalber... Nein. Vorsichtshalber in alle Räume, aber irgendwie... Nee. Oder sagt bloß, der ist nur hier von der Bücherei da. Nee, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Achso, nee, das sind hier nur diese Dinger, die wir für die Nebenquest gebraucht haben. Warte mal, jetzt gehen wir doch wieder nach unten.